Kaher na omakua, na laa holoholona, na kupuna, me kaua kaukeia. Kokua kaua, malama, puuwai hamama, manao hamama. Mahalo nui loa, ko aloha palena ole, mene mene palena ole. Mahalo nui loa kakou, mahalo nui loa, ea mama. Aloha, meine Lieben und ihr wunderbaren Seelen da draußen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zum Podcast zu I Am Aloha. Erstmal ganz kurz zu den Energien, wer von euch nicht bei der Anderswelt-Energiekreis dabei war. Wir hatten ja gerade ein ziemlich heftiges Wochenende hinter uns mit mit der Tag und Nacht, oder nicht Wochenende, das war ja eher am Anfang der Woche, also diese Tag und Nachtgleiche und Portaltag und Beginn des Sonnenjahres. Also da hat sich unheimlich viel getan, energetisch gesehen. Ich glaube zwar, dass wir jetzt gerade ein bisschen durchschnaufen können, bis für die nächsten Tage gehört habe ich, wie sagt man, auf meinen Kanälen, wo ich sonst so genau diese Sachen halt so mitbekomme, dass wir in der ersten Aprilwoche wohl endlich ein bisschen, wie sagt man, nicht mehr ganz so gebeutelt werden. Ich denke grundsätzlich, Menschen, die viel zu sehr gegen sich selbst kämpfen, werden immer mehr gebeutelt als andere. Deswegen empfehle ich euch, ja, schaut einfach, dass ihr für euch einfach in eurer eigenen Mitte bleibt, ja, und schaut einfach, dass ihr eure Themen anguckt. Und wichtig, einfach auch wirklich achtsam mit euch selbst zu sein. Erlaubt euch auch mal eben ein Päuschen zu machen, ja, wenn es sein muss. Und ja, euch einfach auch mal in euch gehen zu dürfen. Aber wie gesagt, das hatten wir ja auch schon in anderen Folgen schon mal besprochen. Heute wollte ich eigentlich gerne mal mein Lieblingszitat herausholen und mal mit euch darüber sprechen, nämlich um, wie sagt man, Mahatma Gandhi. Der sagt jedem was und ich weiß, dass dieser Spruch mittlerweile gibt es ganz viele, die danach leben. Für mich begleitet dieser Spruch auch bestimmt schon einige Jahre sogar. Und ich finde ihn passend aber auch zu den Themen, die wir ja bereits auch schon besprochen haben. Nämlich, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Ich finde, dieser Spruch bringt natürlich am besten genau das zum Ausdruck mit dem: Die Welt ist das, was du denkst, zum einen, also einen daran zu erinnern, das, was du, so wie du bist, ja, das ist das, was du rausträgst. Und desto mehr du, oder eigentlich vielleicht sogar eher, wie hatten wir gesagt, Makya, ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf den schlechten Dingen in der Welt habe, dann wird sich genau das potenzieren. Und genauso ist es eben mit den Dingen, die wir tun. Ja, ich kann nicht warten, dass andere irgendwas verändern, damit ich mich dann auch verändern kann. Ja, ich mache das dann, wenn das und das passiert ist. Wenn ich darauf warte, dann kann ich, wisst ihr, dann wartet man wahrscheinlich ziemlich lange. Und wenn ich einfach mal für mich reingucke und sage, okay, ich möchte gerne umgeben sein von Menschen, die Mitgefühl haben. Ja, wie sieht es denn mit meinem eigenen Mitgefühl aus? Habe ich Mitgefühl für meine Mitmenschen? Und wenn ich es nicht habe, dass ich dann einfach mal gucke, warum eigentlich nicht? Oder ich möchte mich gerne umgeben von Menschen, die auch tatsächlich dankbar sind für das, was um sie herum passiert. Dankbar für das Leben, dankbar für, ja, für die Dinge, die sie erleben dürfen, die Dinge, die sie so haben für sich. Und ja, das, also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also es geht einfach wirklich darum, dass man einfach für sich selber schaut, wer möchte ich sein, ja, und was für ein Umfeld möchte ich um mich herum haben. Und ja, ich finde, was da auch unheimlich reinkommt, ist eben dieser Punkt mit den Ängsten. Ja, wenn ich selber ein unheimlich ängstlicher Mensch bin, ja, ich werde dann nicht mehr so ängstlich sein, wenn ich halt mehr umgeben bin von Menschen, die Gutes tun, ja, oder die vielleicht einen nicht hintergehen, ja. Dann kommt natürlich die Gegenfrage, wie sieht's denn mit dem Hintergehen aus? Ja, hintergehst du auch mal andere Menschen? Das will ich jetzt keinem unterstellen, aber was ganz oft passiert, wo Menschen immer so, ja, aber ich hintergehe doch keinen. Natürlich kann ich mir vollkommen vorstellen, dass du keinen hintergehst.
Aber wie sieht es denn mit dir selbst aus? Hintergehst du dich selbst? Ja? Weil, also das ist zum Beispiel, gerade jetzt in dieser Zeit ist ja gerade, merkt man in vielen Bereichen, ist das Selbstliebe-Thema mega groß, ja, wo sehr viele drauf gucken wegen der Selbstliebe. Aber hey, ganz ehrlich, das ist, und wie sagt man, das ist jetzt nicht eine Modeerscheinung, sondern das ist einfach, weil es jetzt gerade auch ganz unheimlich wichtig ist, dass wir das tun, ja. Und wie kann ich denn in mir selbst ruhen und bei mir selber sein und auch Menschen in meinem Umfeld haben, die genau das tun? Das kann ich ja nicht, wenn ich mich selbst nicht schätze. Wenn ich zum Beispiel mich selbst hintergehe, indem ich sage auf der einen Seite, das und das will ich eigentlich nicht mehr, aber im nächsten Moment mache ich es dann doch. Ja, weil ich Angst habe, verletzt zu werden, weil ich Angst habe, was auch immer. Also da stecken ja meistens immer irgendwelche Ängste dahinter, warum man das tut, ja. Und ich sage das jetzt nicht, weil es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, aber das geht doch einfach nicht und ich weiß auch nicht, ich komme auch nicht aus meiner Haut heraus. Da sage ich einfach nur, schau, was möchtest du in der Welt haben? Ja, was möchtest du für eine Veränderung in der Welt sehen? Und wenn du sie selber erlebst und durchlebst, diese Veränderung, dann wirst du sie auch in deinem Außen hinaustragen und du wirst auch die Menschen um dich herum mitziehen, es zu tun. Ja? Da hatte mein Lehrer auf Hawaii hatte so eine wunderschöne, ja, wie sagt man, einfach ein wunderschönes Bild von einem Leuchtturm. Sei der Leuchtturm deiner Community. Wie sagt man Community nochmal? Deines Clans, deines Tribes, deiner Leute, mit denen du dich umgibst, ja. Wenn du den ersten Schritt tust, du wirst sehen, es folgen noch viel mehr. Und das ist wichtig, nicht so sehr wegen den anderen, dass die dir folgen, sondern hauptsächlich wegen dir selbst. Dass es dir selbst besser geht, dass du dich wohlfühlst für dich selbst, ja. Und das ist eben dieser Appell, ja? Dieser Appell, sei du selbst die Veränderung. Warte nicht, bis andere das tun, ja? Warte nicht, bis jemand anders der Leuchtturm wird oder warte nicht, bis irgendjemand anders seine Ängste überwindet, ja? Weil das heißt, dass du in dieser Starre bist. Sei du selber einfach die Veränderung, die du sehen möchtest. Möchtest du mehr Menschen um dich herum mit mehr Mitgefühl haben? Sei selber mitfühlend, ja? Geh und hilf oder aber denk auch daran, auch an dich selbst zu denken, ja. Im Sinne von, weil es gibt bestimmt auch viele von euch, deswegen sage ich ja, ich möchte es nicht verallgemeinern, schaut einfach, was für euch so passt. Weil es gibt bestimmt viele, die bestimmt auch ehrenamtlich viel tun und da total im Mitgefühl sind für die anderen, aber sich dafür selbst vergessen, ja, und sich selbst nicht die Zeit nehmen. Und sich dann auch wundern und wünschen würden, ja, ich möchte ja mehr Menschen mit Mitgefühl um mich herum haben, irgendwie gibt es das nicht. Ja, wenn du selber der Spiegel bist nach außen, dann wirst du nicht nur das im, also dann hilft es auch, wenn du für dich selbst einfach schaust, ja. Was muss ich bei mir verändern oder wo muss ich mehr selber ins Mitgefühl gehen, damit ich das im Außen sehe. Ja, das ist so, wo ich einfach sage, ich find das einfach ein Spruch, der mir in vielen Situationen einfach auch immer wieder geholfen hat, zu sagen, stimmt, ich kann nicht da sitzen und warten, bis irgendjemand anders das macht oder bis irgendein anderer Tag ist. Ja, ich muss für mich selber schauen, dass ich für mich meine Welt verändere, dass ich für mich meine Welt so kreiere, wie ich sie gern hätte. Und ich meine, ihr habt ja jetzt die anderen Punkte mal erlebt, ne? Oder wie sagt man, wir sind sie ja alle mal durchgegangen. Und da sieht man einfach, was einfach wirklich einen unterstützen kann, kreativ zu werden, ja? In diese Kreation hineinzugehen, das Göttliche in sich selbst wahrzunehmen und nach außen zu tragen und zu sagen, ja, ich kann das selbst entscheiden. Ich kann selbst quasi meine Klötzchen in die Hand nehmen und mein Schloss mir so bauen, wie ich das gern hätte. Ja, die Welt ist das, was du denkst. Also kannst du für dich selber deine eigene Welt kreieren. Und deswegen kannst du die Veränderung auch sein. Ja.
Ganz, ganz tolle Worte von Mahatma Gandhi. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, weil wir jetzt auch gerade besonders auch von der Sternenkonstellation unterstützt werden, dabei Dinge für uns und für unser Umfeld einfach zu kreieren. Ja? Und wirklich, wenn ich von Kreation rede, rede ich nicht nur von Kreieren im Sinne von, dass ich jetzt kreativ sein muss, künstlerisch, ja, zu sein. Das meine ich damit nicht, sondern auch unser Leben, da können wir kreativ sein, ja. Mit unseren Dingen um uns herum, mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit einfach auch mit unserem persönlichen Wesen, uns selbst neu zu kreieren. Ja, wie der Phönix aus der Asche, uns einfach neu zu machen, neu zu formen. Und einfach, ja, für uns der Mensch zu sein, wie wir sie so gerne um uns herum hätten. Und das Komische ist, wenn man es tut, man wird wirklich zum Magneten. Man zieht genau solche Leute an und man hat dann genau solche Menschen um sich herum. Und dann fühlt man sich auch nicht mehr alleine und man fühlt sich einfach wohl und besser und ja, einfach schön. Ja, das war's von mir heute. Ein kleiner Denkanstoß. Ja, wie gesagt, ich hoffe, vielleicht gibt es euch auch ein bisschen den Impuls, in die Kreativität hineinzugehen für euch selbst. Da könnt ihr auch jetzt bestimmt dann die baldige Neumondenergie dazu nutzen für euch, um einfach in dieses, wie sagt man, in diesen Aufschwung hineinzugehen und zu sagen, okay, jetzt lege ich los. Weil die Entscheidung, die macht jeder von uns selber, die kann uns keiner abnehmen, sondern wir selber sagen, so und jetzt reicht's, jetzt ist gut und jetzt fange ich an. In diesem Sinne wünsche ich dir euch ein schönes Wochenende. Dass ihr eine gesegnete Zeit habt, dass ihr euch gut erholen könnt und nächste Woche wieder gut in die Woche starten könnt und mit ganz viel Kreativität. In diesem Sinne euch eine schöne Zeit und bitte bleibt großartig. Bis dann, mahalo! Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier doch bitte meinen Kanal. Und wenn du gern zusätzlich weitere Impulse erhalten möchtest, dann melde dich doch bei meinem Newsletter an. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.meyola.de. Für die Anmeldung gibt es auch eine kleine Überraschung. Ich freue mich schon, wenn ich dich weiter inspirieren darf. Und bis dahin, Aloha Mahalo, Eho Omaika Ikako, Ea Hui Ho.